Da sind wir auch schon zurück zu Let's Play Diablo. Am letzten Mal haben wir Gott sei Dank diese verdammte Rüstung gefunden, mit der wir jetzt endlich mehr Schaden einstecken können. Und wir gehen jetzt direkt in Level 14 runter. Ich bin doch schon ganz gespannt, was uns jetzt dieses Mal erwartet. Ob es hier Gegner gibt, die ordentlich in unsere Rüstung reinhauen können. Oder eher nicht. Da liegt ein toter Körper. Da war ein Bogen drin. Das hier sind Würmer, die wir schon kennen. Die können nicht so viel. Gott sei Dank. Was ist das? Ein One-Hit-Opfer. Ich bin vollkommen überwältigt. Total aus dem Ruhigchen. Hier rein. Na gut, der macht jetzt Magieschaden. Magieschaden ist ja schon etwas heftiger. Das sollte ich schon primär ein bisschen auf die Magier gehen. Wow. No, Plattenrüstung mit 47 Rüstung brauche ich nicht. Ich habe was Besseres. Muhaha. Wahrscheinlich eine der besten Rüstungen, die man jemals haben kann. Ich, Armer, darf diese besitzen. Oh, die Gegner hier sind echt kaum noch ein Problem. Aber wahrscheinlich wird der Endboss dann ziemlich knapp. Viel zu viele Magier. Den Magieschaden, da bin ich noch nicht so gut hingegen. Ich hoffe, der Diablo macht nicht so viel Magieschaden. Ich weiß ja nicht. Und jetzt, wenn ich habe Heiltränke. Viel zu viele Heiltränke. Geht mir doch nicht um geht's. Alter Schwede. Ein Goldhaufen. Jetzt auch schon runter zu Level 15. Aber da wollen wir jetzt auch noch nicht hin. Wir wollen jetzt erstmal ein paar Level aufsteigen. Zumindest eins oder so. So, ich glaube, das war's hier an den Magiern. Ich werde mal ein bisschen die Leiste auffüllen mit Heiltränken. Nein, nicht wegwerfen. In die Leiste tut so. Potion brauchen wir nicht. Zum Magier. Ah, der ist tot. Wir versehen die jetzt im Boden gekriegt. Und der war ja nur positiv. Der hat mir da nur ein paar gelbe Tränke gegeben. Der hat mehr als einen Schlag ausgehalten. Was ist mit dem los? Ist das Crack? So. Nächsten Opfer. Er würde hier jetzt noch mit meiner alten Rüstung laufen. Ja, dann wäre hier wahrscheinlich auch schon so ein Loster. Ist das Call of Flame Wave? Nee, brauche ich nicht. Ich habe Rüstung. Elixier auf Dexterity, mehr brauche ich. Ich
ich muss ja schon sagen, ich finde den Krieger da in seiner Rüstung eigentlich ganz schön cool. Wow, wow, wow. Heilige Scheiße, da ist ein Bunter. Ich muss auch zuerst auf den Bunten. Lasst mich zu dem Bunten hin. Okay, und sterben zum Bunten. Alter Schwede. Scheiße. 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 Sorry, dass ich so viel Scheiße sage, aber es ist Scheiße. Ja, da hat man jetzt gesehen, man sollte nicht in eine Horde von Gegnern reinlaufen. Egal wie imper man sich fühlt. Nigger. Das kommt gefälligst her. Blitzen hier ausweichen. Das ist doch nicht normal. Und wieder Rückzug. Konnte ein paar Magiern aufs Maul hauen, aber das ist ja nicht genug. Nein, nicht woanders in die Tasche, in die Leiste natürlich. Auch nicht Platz mit einem anderen Trank tauschen. So. Jetzt nochmal. Erstmal vorne. Trank trinken. 9 in die Leiste ziehen. Dann stand der Bunte doch irgendwo hier vorne. Da ist er. Teleportiert das Spiel sich so weg. Also wäre ich Magier, wäre ich schon mehr von tot. Der Bunte ist tot. Hoffentlich. Nein, ist er nicht. Okay. Jetzt mal wieder weg. Ein Grund, warum ich Magier nicht mag. Sie hauen mir auf die Fresse. So. Trank trinken. Und weiter. Ich hoffe, der Rest des Levels besteht nicht aus, aber es ist extrem viel. Viecher, Magier, Dinger. Der Bunte soll endlich sterben. Das sind schon deutlich weniger von diesen Dingen geworden. Nee, da kommen noch mehr. Ja, diese Würmer-Kackdinger hier. Du musst sterben. Du musst immer noch sterben.
Der Bunte hier ist recht. Warum stirbt denn der an? Kunden hier durch den ganzen Dungeon-Verfolgung, super. Das ist ja fast so nervig wie Bogenschützen. Und Gott sei Dank habe ich die schon lange nicht mehr gesehen. Ich werde stehen und lustig verprügeln. Du darfst sterben. Ich erlaube es dir. Auch schon wieder nicht normal, wie viel da ausfällt. Bin übrigens jetzt auch am Überlegen, ob...